ein China-Böller-D-Vergleich. Dabei haben wir hier China-Böller-D von Keller, von Xplode, von Weko, von Leslie, von Diamond und den Hürtenböller-D von Xplode. Starten wir mal mit dem kleinen Hürtenböller, ne? Genau. Ja, waren gar nicht so schlecht. War echt nicht so schlecht. So, das ist der China-Böller-D von Diamond. Eigentlich immer ganz gut. Fuck. War aber auch nicht so besonders. Hat aber ordentlich geschnipselt, ne? Ja, jetzt der von Leslie. Ja, der war schon ordentlich. Der war richtig gut. Jetzt der D von Keller Feuerwehr. Sehr schlechte Verarbeitung, ziemlich weich. Aber gar nicht mal so schlecht. Genau. Jetzt der Xplode, die Böller. Kenne ich selbst nicht, bin ich mal gespannt. Grün-Weiß. Wie die alten Kometen. Ja. Ah doch, der war schon ordentlich. Heftiges Teil auf jeden Fall. Und jetzt die von Weko mit dem Corsair-Cover, aber auch genau. Ganz aktuell. Gekauft beim Weko-Werksverkauf. Schlecht verarbeitet. Ja, war aber auch gar nicht so schlecht. Ich würde sagen, gewonnen hat der von Xplode, oder? Ja, auf jeden Fall. Und dann bis zum nächsten Mal.